Freunde des gepflegten Ausblicks, ich begrüße euch mit einem sonnigen Oredo. Ich halte jetzt einfach mal hier an. Freunde, da neben uns, da, zack, blau. Da kommt der Stefan von Lost Place, nicht von Lost Place, von Let's Urbex. Dach der Security. Guck mal, da hinten ist doch schon ein Teil abgerissen. Alter, wie geil sieht das denn aus da hinten, ey. Ach, Mensch. Danger de Mord. Also ja, hier wird schon schwierig. Ja, da sind die Kameras. Und hier machen wir nichts. Ich habe ja am Kreisel die Location gesehen. Also hier sollen, da vorne hast du gesehen, wo wir vorbeigefahren sind, da ist alles los. Ne? Oder ist auch, und eine abgebrannte Tankstelle haben wir gesehen. Ja, die sah cool aus, da konnten wir leider nicht anhalten, sonst hätten wir die gerne mitgenommen. Wir waren so einer Schnellstraße, aber alles blockiert. Okidoki, Freunde, es geht los. Alter. Oh, da kommt ein Auto. Oh, oh. Fährt der weiter? Wow. Da hielt gerade ein Auto schon an. Okay, Freunde, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Komm. Guck mal da. Krasse Scheiße. Scheiße, wo kommt man hier rein, ey? Was eine geile, coole Location das hier ist, ey. Das ist eine uralte Neonleuchte. Wow. Ach du Scheiße. Die waren bestimmt so Kupferspulen drauf. Irgendwelche Schaltpläne. Maschee. Für irgendwelche Maschinen dann, ne? Hier sind auch noch irgendwelche wie so Transistoren oder sowas. Haut mal in die Kommentare rein, Freunde. Vielleicht kennt sich ja damit einer oder vielleicht mehrere davon sich damit aus. Boah, ist das klasse, ey. Wahnsinn. Gucken, was wir hier noch finden, ey. Wir müssen da drüben, da in diesen Teil rein. Da sollen wohl noch irgendwie so Brennöfen stehen. Kann natürlich auch sein, dass es dahinter ist, ne? Oh, so ein schöner alter Spind. Guckt euch mal die Farbe an. In was für einem Grün der ist. Ach, mega. Dann hier noch so. Jo! Ah, da oben ist so eine riesen Libelle, ey. Aber die hat nicht gesprochen. Oh, Mann, ey. Krasse Scheiße hier alles, ey. Oh, noch so ein alten Uhrenbau, guckt euch mal an. Was hier schon wieder an einen Spinnenweben hat. Hier noch so ein altes Gläschen hier.
Keilriemen oder Gummidichtung hier. Was haben wir denn hier für komische? Alter, die kannst du nicht hochheben. Naja, aber da brauchst du echt schon was in den Knochen. Ich glaube, das ist für Strom oder was ist das? Haut da mal in die Kommentare rein. Also, keine Ahnung, was das für komische Teile sind. Da steht was drauf, warte mal. Keystone. Janni 6. Keine Ahnung, Freunde. 2014, hier Freunde, 2014. Hier wachsen schon die Blümchen wachsen aus dem Boden. Ne? Stefan hat jetzt gerade schon wieder was gehört. Aber hier vorne sind die Straße und gegenüber ist direkt ein Wohnhaus. Kann natürlich sein, dass wir da am Quatschen sind. Wir müssen in das andere Gebäude reinkommen. Ja, auf jeden Fall. Das sind so bestimmt so Kabelleerrohre, ne? Oder da kam keine Flüssigkeit raus, oder? Also ich gehe davon aus, Freunde. Könnt ihr mal in den Kommentaren schauen, was das ist. Hier steht voll. Da steht voll. Ach! Pass auf. Voll und leer. Ja, ich glaube, wenn die hier. Die werden mit diesen Dingern festgehalten. So wie der hier. Ja. Und wenn das leerer wird, dann zieht der sich nach oben. Weißt du? Dann wird die Feder hier. Die Feder zieht den leeren Tank nach oben und dann fällt das Ding runter und dann weiß man, das ist leer. Sowas wie CO2. Nee. Ich habe da keine Ahnung von. Ich habe nur von der Konstruktion. Ja. Fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Freunde, wir müssen jetzt hier durch diese Türe wieder zurück. Da drüben am Wasser entlang, da hinten die Treppe rauf und dann sind wir da drin. Drückt uns bitte die Daumen. Geht los. Attention, was ist denn hier? Oh, wie sieht das denn hier aus? Hm. Ja, meine Lampe ist leider nicht so hell. Aber hier ist irgendwelche riesengroßen GR1. Ich weiß nicht, was das für Tanks sind. Keine Ahnung. Alimentation Kompressor. Freunde, ich könnte jetzt den Alimentation Kompressor 1 und 2. Alimentation, das hört sich so an wie bei der Terminator. Alter, hier, pass auf. Chaka. Trafos. Trafo. Also doch Trafostation. Auf jeden Fall noch einen Plan gefunden. Da steht auch schon überall drauf. Ja, das ist irgendein Plan, aber der will es mit Sicherheit von hier. Ja, bestimmt, sicher. Steht da irgendwo ein Datum drauf? Nein. Schade. Normalerweise müsste da das nächste. Okay, also hier, wir waren jetzt überall. Da ist ein Schornstein. Da müssen die Öfen sein. Da ist die Glasschlacke. Da wollen wir hin. Verdammt! Hier, Stefan! Hier entlang! Was ist die Scheiße? Du musst auch mal hinläufst, ne? Warte, ich will mal gucken, falls wir irgendwie flüchten müssen, ob wir hier rauskommen. Ne, kommen wir nicht raus. Alter, wie krass ist das? Zum LKW prüfen. Ja. LKW-Waage.
Vielleicht macht Polizei ihre Kontrolle hier. Weil wir haben vorhin eine Polizeikontrollstation gesehen. Und erstmal hier rein. Krass, Adrenalinpegel steigt. Danke. Oh, Alter. Ja, schön, aber. Ja. Ach. Okay. Wir haben sie das Glas wahrscheinlich abgekühlt. Ah, okay, der Stefan, der kennt sich ja damit aus. Der Stefan ist ja nicht nur Feuerwehrmann, der ist auch mal Glaser gewesen. Hat er dir richtig gelernt. Ich war nur in der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, gut, aber trotzdem. Nee, ich habe Glaser gelernt, genau. Hier steht Schiller. Weißt du, ich habe schon gedacht, wäre so eine Pelzfarm hier. Ja, ich denke mal, Ornamentglas und sowas alles haben die hier. Boah, Freunde, ich wollte hier mit den Kitzweinchen, vor 4 Jahren wollte ich hier hin, da war das Ding rappelzu, das war mit Ketten und Ramtamtam versiegelt. Und jetzt nach 4 Jahren, oh, schade, der Kitzweinchen nicht dabei, dann hätten sie mit Sicherheit gefreut, ey. Oh, Alter, ach du Scheiße, guck dir das an. Warte mal. Oh, guck mal hier. Guck mal, hier sind Musterstücke. Hier. So Sicherheitsglas für Türen und sowas, ne? Sicherheitsglas, ja. Da noch so eine Zwischenetage. Guck dir mal diese Wand da an. Was ist das denn? Hier waren die ganzen Aufträge. Nee, da sind Muster. Ach, hier, genau. Alles stimmt. Glasmuster, Alter. Oh, wie schön ist das denn, ey? Du hast Glas, Oliver. Moment. Hier sind auch noch überall. ILK. Die sind nach Buchstaben sind die sortiert und nummeriert. Guck mal hier, Jack. Hier ist Chinchilla. Ah, das ist, wie du gesagt hattest, ne? Boah, guck mal hier, was eine Platte hier. Krass. Ach Mensch. Hammer. Ach, hier ist so, siehst du hier so Riffelglas. Hier. Guckt euch dieses Loch hier an. Was haben die hier gemacht? Oh, grüne Diamanten, Smaragde. Alter. Da. Ach, ich traue mich jetzt nicht dahin zu gehen, ne? Ach, guck mal hier, ey. Edelsteine. Das ist der Riesenofen hier. Da wurde das auf wie viel Grad? Über 1000 Grad, keine Ahnung. Haut da mal in die Kommentare rein, Freunde. Jetzt guckt euch das da unten an. Oh, wie geil. Ich komme mir vor wie Indiana Jones. Alter. Ich weiß nicht, ob hier jetzt auch so ein Ofen gestanden hat oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ach. Ach, guck mal. Ich glaube, da kommt jemand.
Ja, stimmt auf jeden Fall, hundertprozentig. So eine alte Luftmaschine. Die hat aber richtig Luft gemacht hier. Wir sind jetzt hier praktisch unter dem. Also ich muss sagen, hier unten drunter ist ein bisschen gruselig, ey. Hier ist alles voll Wasser. Hier steht alles voll Wasser. Ist ja ein Gelände, ne? Guck mal hier. Das ist ja riesengroß. Was ist das jetzt wieder für? Guck mal hier, ne? Riesenfette Gewichte hier. Laufen da drüber. Irgendwie so ein Schieber, der macht dann irgendwie was auf. Ach, kann man sagen, dass das Wasser gewesen ist? Dass der dann, wenn er nach oben geht, dann das Wasser hier einläuft? Ah, da auch, guck mal da. Ach Mensch, hoffentlich ist hier jemand von euch da draußen dabei, der das erklären kann. Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie so Schieber sind für Wasser. Die laufen über die Zahnräder da auch, die tollen alten Zahnräder. Wo bist du denn da? Alter, geht das Ding noch? Weiß nicht, hier ist Strom drauf. Echt? Ist das eine Alarmanlage? Ich weiß nicht, hier ist ein Telefon. Gleich klingelt das so. Alter! Jetzt sind wir beide zusammengezogen. Oh, warte mal, komm mal her, Stefan. Ach, guck mal hier. Aus den Röhren kam das raus. Was ist das für Zeug? Das ist Asche. Guck mal hier. Oh, sieht das nicht brillant aus, ey? Ja. Asche ist er, ne? Hier oben. Ja, da oben ist alles. Da ist dieser Ofen. Ja. Oh, Freunde, hier. Der heilige Gral. Hier ist er. Da ist der Brennofen. Krass ist das. Ich glaube, dass das hier zeitweise unter Wasser steht. Kann das möglich sein? Da deswegen diese Ziegel und da drauf diese Eisenträger. Warum macht man sonst so eine Konstruktion? Warum stellt man die Eisenträger nicht direkt auf den Boden? So komische Säulen. Ja. Hier ist noch ein Ofen. Krass. Also sieht aus wie ein alter Hexenofen. Ja. Guck dir diese Konstruktion an. Also ich glaube, dass das was mit Hochwasser zu tun hat. Weil guck mal hier, bis hierhin. Ich weiß nicht, ob das bis hierhin.
Ja, ich komm. Stefan hat was gefunden. Ja, noch ein Glas. Noch ein rotes Glas. Ach, guck mal hier. Boah, das sieht auch sehr geil aus. Wir haben die nächsten Diamanten gefunden. Ja. Guck mal. Schon bunt. Krass. Was ein mega Gelände. Die ganze Gitterkonstruktion und die ganzen Eisenträger alle abgeschnitten da. Alter. Auch hier schon wieder. Noch mehr Wasser, ob das jetzt Regenwasser ist. Kann natürlich auch sein, ne? Vorgänger vom Modell von der Warrior. Die dicke Duracell-Batterie. Ja. So eine Glühbirne vorne noch drin. Ja. Und dann kein LED, so wie heute. Nee. Wie immer bin ich gespannt auf eure Kommentare. Nur diesmal bin ich extrem drauf gespannt. Auf den einen oder anderen, der hier was zu sagen kann. Ne, der sich damit auskennt, mit dieser Glasmacherei. Und ach, ist doch alles herrlich, ey. Ist doch Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Selbst ich ja als Glaser ja auch gelernt habe, habe ich so eine Produktion, wie man Glas herstellt, nicht gesehen. Ja, selber. Ja, so. Ja. Wollten wir damals von der Berufsschule auch schon mal machen. Hat aber nie geklappt, leider. Krass. Und wenn du hier reinfällst an diese Plörre, ist da aber auch, glaube ich, auch vorbei, ne? Hier kommst du dir wirklich vor, wie bei nach der Apokalypse. Alter, ach oh, hier, guck mal da. Pumpe. Danger de Mord. Todungsgefahr. Alter. Da sind auch hier die Strom. Danger de Mord. Todungsgefahr. Ganze High Voltage. Anlage. Siehst du da, weil er auch, ach du Jemine. Stefan sagt, ist irgendwie was. Mal, wo du drauf rumläufst. Das ist das einscheinende Sicherheitsglas, das wird gehärtet. Ja. Dann ist so eine Spannung drauf. Ja. Deswegen, wenn du die Scheibe einschmeißt, zerfällt das in tausend Teile. Ja. So wie die Dusche oder dein Seitenfenster. Ja. Krass. Alles. Ja, Freunde, gerade war die Speicherkarte voll. Und wir machen uns jetzt hier vom Acker definitiv. Immer die Augen schützen, immer ganz wichtig. Oder hast Frankenstein Monster jetzt zum Leben erholfen? Der steht jetzt irgendwo auf. Wenn wir uns die Glasscheibe zeigen, ist das okay. Gänse mal aufhören damit.